Hallo zusammen, eine neue Folge am Tisch, diesmal aber in Schriftdeutsch, weil meine Gäste kommen aus Deutschland und es ist sehr interessant, was sie machen. Die, die sie nicht kennen, das sind die Ketzer der Neuzeit und zwar Leo und Michel. Und Michel, merkt euch die Namen, ich kann es nicht, kennt ihr ja. Also, es geht eigentlich darum, in der Schweiz gibt es viele, die möchten gerne, ich sag mal, auch etwas tun. Und vor allem die Jungen, aber die wissen nicht, ja, wo, wie, was. Jetzt habt ihr einen erfolgreichen YouTube-Kanal und wie ich das gesehen habe, macht ihr so eine Art Tagesschau mit Humor und Sarkasmus und ihr trefft da schon den Zeitgeist. Wie kommt sowas zustande? Wer möchte anfangen? Na, mach du ruhig. Naja, wir hatten lange Zeit keinen Kontakt, also wir kennen uns schon ziemlich lange und dann fing er die Demonstration an. Er hat sich auch schon länger mit solchen Themen beschäftigt, also jetzt nicht mit Corona, aber was allgemein in der Weltgeschichte so los ist. Und am 1.8. haben wir beide über soziale Medien mitbekommen, dass wir auf der Demonstration waren. Dann haben wir uns am 29. dann verabredet, da auch hinzugehen. Und davor haben wir uns sogar schon wir hatten beide den Gedanken, wir müssen irgendwas machen. Und dann haben wir einfach uns gegenseitig angeschrieben und haben gesagt, ey, ich hätte da eine Idee. Und dann hat er auch gesagt, ey, ich habe auch die Idee. Und dann haben wir einfach gesagt, wir gründen einen YouTube-Kanal. Der hatte irgendwie noch ein Mikrofon zu Hause. Dann haben wir uns einen Namen ausgedacht und einen Tag später sind wir schon rausgegangen und haben das erste Video abgedreht. Richtig, ja. Bei mir war es so, ich habe auch schon vor unserem YouTube-Kanal einen YouTube-Kanal gehabt. Da habe ich mir so über Fitness und so weiter aus dem Mainstream-Bereich, sage ich mal, Videos gemacht und hatte da sozusagen so eine gewisse Vorkenntnis. Aber als es dann losging, Corona, da war spätestens nach 2 Monaten des Wahnsinns, wo man schon gemerkt hat, okay, hier stimmt einiges nicht und das ist so eine riesengroße Lüge, zu dem müssen wir uns einfach äußern. Und dann hat man natürlich seinen Weg gefunden, indem man sich halt informiert hat und dachte, hey, das müssen wir teilen, weil zu viele Leute sehen das nicht, was hier gerade passiert. Was war der Auslöser, wo ihr wart irgendwann mal einfach normale Jugendliche, egal wie, was war der Auslöser, wo ihr gesagt habt, da stimmt was nicht, jetzt machen wir was. Wann, was passierte bei euch? Also bei mir war es ganz klassisch 9/11. In die Richtung, das war bei mir mit 15, 16 Jahren, habe ich einen Vortrag von Daniele Ganser angeschaut und dachte mir so, okay, huf, also wenn das stimmt, dann gibt es hier wirklich auf der Welt einiges zu erfahren, was uns so nie in der Schule erklärt wird. Und dann war die Interesse natürlich geweckt, weil das ist so ein riesiges Themenfeld, da kommst du ja aus dem Informieren gar nicht mehr raus. Und dann war das halt eine intensive Zeit, gerade 2020, Corona, Lockdown, hatte man viel Zeit. Und dann ging es ja mit Telegram steil bergauf. Jeder hatte dann auf einmal die Kanäle, man hat da gegenseitig geguckt, hey, was hast denn du gehört, was hast denn du gesehen? Und dann war man da wirklich so tief drin in dieser Thematik, wo man selbst gar nicht mit gerechnet hätte. Normalerweise, ja, man geht feiern, spielt Fußball mit den Jungs, Grillabende, aber auf einmal ja, hat sich dann der Freundeskreis auch in die Richtung entwickelt, hat man über diese ganz anderen Themen, ja, auch Richtung Geschichte, Richtung die juristische Situation der BRD, auf einmal ganz andere Themen kamen auf den Tisch. Und das hat uns dann aber auch wirklich Spaß gemacht, weil wir es ja natürlich gerade auch für unsere Videos natürlich gebraucht haben. Einfach, wir können ja nicht den Leuten irgendwas erzählen, wir müssen ja schon selbst irgendwo uns mal mit diesen Thematiken auseinandergesetzt haben. Und so ist man dann in diese Geschichte reingewachsen. Du sagst es richtig, man wächst rein. Und du bist auch reingewachsen oder Pampf, da bin ich? Ich bin auch eher Pampf, da bin ich, nach dem Motto, weil ich sag mal so, ich habe schon das ein oder andere mitbekommen durch meine Eltern, dass hier irgendwas nicht richtig läuft. Aber ich sag mal, da war ich halt noch der normale Jugendliche, habe halt meinen Werdegang gemacht und habe mich für die Sachen nicht so richtig interessiert, weil ja, es passiert halt, aber es sind andere Sachen gerade interessanter. Und dann durch das Corona-Thema, weil ich am Supermarkt nebenbei arbeite, war es dann schon so, oh, ja, da gehen Videos durchs Internet, wir werden alle sterben nach dem Motto und du arbeitest ja wirklich da, wo viele Leute sind. Und da denkst du dir, da machst du dir halt dann wirklich schon mal Gedanken und denkst, oh, ja, was machen wir denn jetzt? Ne? Und halt durch die Informationen, die ich durch meine Eltern bekommen habe, habe ich mich dann damit auch mal intensiver auseinandergesetzt und dann hat es halt ein bisschen geknistert, aber weil ich halt schon diese leichte Vorahnung hatte, hatte ich damit auch keine Angst, mich irgendwie mit den Sachen weiterhin auseinanderzusetzen oder mich den Themen der Thematik auch mal zu widmen, weil manche sagen ja, nee, das ist irgendwie, weiß ich nicht, passt nicht, wenn es nicht im Fernsehen läuft, dann kann es gar nicht stimmen. Aber mir wurde damals in der Schule beigebracht, benutze nicht nur eine Quelle, sondern informiere dich so breit es geht. Und habe einfach ein breit gefächertes Spektrum und bilde dir dann deine eigene Meinung. Und das habe ich gemacht und dann haben wir halt, wie gesagt, aufeinander getroffen.
Jetzt gibt es viele, die zuschauen und sagen, ja, ich benutze mehrere Quellen. Was ist das? Die FAZ, Frankfurter Zeitung, Bild und welche Zeitung gibt es noch? Oder wo informiert ihr euch? Ja, genau. Ja, man sollte es eben meinen, ne? In der Theorie, so wird es uns ja auch beigebracht, ja, wir haben verschiedene Zeitungen und die bringen dann eben das Neueste, das Wichtigste zusammen. Und dann kann man sich aussuchen, ob man das eher aus der Zeitung, aus dem Fernsehsender bezieht. Aber am Ende des Tages, ja, wir haben ja alle viel zu tun, müssen arbeiten, sind wir dankbar, dass es Zeitungen gibt, Medien, die uns dort die Berichtung oder die Situation berichterstatten, und zwar neutral und seriös. Das wird uns erklärt. Wenn man dann aber mal doch die andere Seite sieht, die einem gar nicht erst gezeigt wird durch diese Medien, dann... Damit ihr mal versteht, die andere Seite, die Medien, ich sage jetzt mal Verschwörungstheoretiker-Kanäle, alles genau. Mögliche, man schaut sich beide Seiten an. Richtig. Okay. Ja. Dann kommt man in die Situation, dass man merkt, okay, es gibt doch noch etwas ganz anderes, was so nicht in der Überschrift bei Spiegel oder Welt.de steht. Und wenn man sich dann natürlich damit auseinandersetzt, wird man irgendwann auf den Punkt kommen, okay, entweder ist es jetzt hier Zufall, uns würden Sachen nicht gesagt, weil sie nicht so interessant sind, oder man kommt auf den Punkt, dass hier ganz gezielt Informationen vorenthalten werden, weil sie eben zu Gedankengängen führen könnten, die, ich sag mal ganz plump, denen da oben nicht gefallen würden. Nämlich, dass wir dann zu Menschen werden, die kritisch nachdenken, hinterfragen und eben nicht alles, was man uns um 7 Uhr abends in der Tagesschau auf dem Silbertablett serviert, eben annehmen. Ja, und zu diesem Selbstdenken, dazu wollen wir halt wieder anregen. Ja, er hat es gesagt, anregen zum Selbstdenken. Und oftmals ist es ja auch nicht nur die Verschwörungstheoretiker-Kanäle oder so, wie du es gerade genannt hast, sondern es sind ja auch die offiziellen Quellen. Ja? Also jetzt nicht Bild und sonst was, sondern man guckt einfach mal bei... Was hatten wir heute? Bayerische Staatsministerium.de, da kann man ja auch mal nachgucken. Auf den Staatsseiten steht ja schon eine Menge, da steht es ja, ja. Das Wissen ist so nah und trotzdem so fern, sage ich immer so schön. Zum Beispiel, ja? Ja, erzähl gerade. Was war das heute, was wir gerade vorher gehört haben? Ja, 2,5G oder wie? Also. Ja, genau, so eine Sachen. Die werden einem dann da erzählt und Wohnzimmertest und hast du nicht gesehen, das wird halt immer skurriler. Und es wird ja immer gesagt, man soll seriöse Quellen benutzen, Telegram und irgendjemand, der sich im YouTube ablichten lässt und da irgendwie in der Ecke mit dem Mikrofon sitzt und irgendwas erzählt, das kann ja gar nicht stimmen. Ja, aber wenn es auf den offiziellen staatlichen Seiten steht, da braucht man ja bloß hingucken, lesen und verstehen und fragen, hä, aber hier steht es doch ganz genau. Also wer soll es denn wissen, wenn nicht die? Ja. Ja, dann kommt dazu, dann ist es so irrsinnig geschrieben, dass du sagst, hey, das ist doch nicht möglich. Weil mir ist auch aufgefallen, ich habe eine Zeit lang bei einem Format mitgeholfen und dann gab es sehr gute Vergleiche. Heute hat die Zeitung das gebracht, 2 Tage später das totale Gegenteil. Ja. Und die Menschen realisieren nicht mal, dass die sich selber gerade widersprochen innerhalb von 48 Stunden. Also es war schon echt lustig. Ja. Einmal, weil da habe ich echt das Gefühl, dass das auch nur die Leute, die bei Telegram unterwegs sind, überhaupt erst mitbekommen, dass es zum Beispiel, wie du jetzt angesprochen hast, diese Widersprüche überhaupt existieren. Weil ich meine, sind wir ehrlich, gerade in unserem Alter, wer liest denn jetzt, sagen wir mal, die Hälfte aller Artikel, die erscheinen? Machen wir ja auch nicht in dem Sinne, aber wir bekommen auf jeden Fall eine breitere Bandbreite mit, als wenn man jetzt sagt, ja, habt ihr schon gehört, Corona, ja, hat mir auch schon der Lehrer erzählt, da geht gerade was los und die Politik, die macht jetzt auch hier Grenzen dicht. Ja, so fing es ja am Anfang 2020 an. Und die haben natürlich ein viel, ist ja nicht wertend gemeint, sondern die haben einfach eine kleinere Anzahl an Informationen und verurteilen aber dann leider meistens am lautesten diejenigen, die sich stundenlang mit den Thematiken auseinandersetzen und dann vielleicht zu einem anderen Entschluss kommen als das, was in der großen Zeitung steht. Aber ich denke mal, das gehört ja auch wohl dazu, in der Jugend ein bisschen auch dieses Rebellische in sich zu tragen. Und klar, jetzt kann man sagen, ja, aber Fridays for Future, Black Lives Matter, das sind doch systemkritische und rebellische Demonstrationen. Gut, haben wir uns mit auseinandergesetzt, können wir abhaken, dem ist wohl nicht so. Ja, sonst würden diese riesigen Organisationen, Demonstrationen auch nicht unterstützt werden von staatlicher Seite und von den großen Konzernen. Und dementsprechend gehen wir dann unseren eigenen Weg. Und können das auch nur jedem wärmstens empfehlen, der auch in unserem Alter ist. Setzt euch mit diesen Dingen auseinander, weil am Ende des Tages bringt es niemandem was, wenn du dann deinen Kindern später erzählst,
ja, ich hätte das zwar alles wissen können, aber ich war zu faul. Die Leute haben es doch auch alle gesagt, die Masse ist doch mitgeschwommen. Und dachte ich mir, warum hatte die nicht? Das will man später, glaube ich, seinen Kindern nicht erzählen. Und deswegen ja, wollen wir auch eben andere dazu inspirieren, selbst, wenn sie wollen natürlich, vor der Kamera oder eben auch nicht, aktiv zu werden oder eben in seinem eigenen Umfeld anzufangen, hey, was hältst du denn davon, was hältst du denn davon? Heißt ja nicht, dass man nur noch über diese Thematik spricht, man kann auch noch ein normales Leben haben. Aber die so konsequent zu ignorieren, aus der Angst heraus wahrscheinlich, dass diese bösen Verschwörungstheoretiker am Ende auch noch recht haben, weil was dann passiert ist natürlich, dass das gefestigte Weltbild ins Rückeln kommt, das für das Ego natürlich eine schwierige Sache, aber ich sag mal, an dieser Zeit gilt es ja auch zu wachsen und dann kommen wir daraus stärker, als wir reingekommen sind. Das verkraftet ja auch nicht jeder, weißt du, weil wenn du dein normales Weltbild hast, wenn man sagt, du bist Archäologe oder du bist irgendwie Geschichtswissenschaftler und hast seit 40, lass es 30 Jahre sein, dass du genau die Geschichte gepredigt hast und genau darin geforscht hast und Sachen entdeckt hast und gesagt hast, wow, genau so muss es eigentlich sein und vielleicht ist es doch gar nicht so. Ne? Also da schmeißt es dich ja eigentlich komplett einmal über Bord, weil dein ganzes Leben, worauf du dich ja konzentriert hast, ist ja, sag ich mal, dann in dem Fall hinfällig. Und damit haben halt einige, also es ist jetzt ein Extrembeispiel, das trifft jetzt natürlich nicht auf alle zu, trotzdem, wie du halt meintest, dass es halt bei den Leuten halt am Weltbild rückeln könnte, was bei uns ja auch der Fall war. Und da ist halt auch noch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, man soll sich nicht zu sehr in die Themen vertiefen, weil es macht einen einfach fertig. Also am besten ist es dann halt auch, wenn man merkt, oh, muss ich erstmal verarbeiten, Abstand nehmen und Sachen, sich die Zeit nimmt, genau. Und halt auch Sachen machen, die einem, sag ich mal, wieder zurück zur Natur bringen. Genau, ja, in die Balance. Ist auch mal einfach Spaß haben, genau, und richtig abschalten. Genau. Richtig, das dann geht man irgendwo nach Österreich oder so und ja, hat dann irgendwo, ja, hat dann Spaß. Ja. Ja, ich bin ja in der Schweiz, ich muss dann irgendwo anders hingehen. wenn man etwas machen will, bewirken will, man sieht dann viel mal, die wollen, aber sie wissen nicht wie. Habt ihr da Tipps? Wie geht man zum Beispiel an YouTube-Kanal dran? Wie geht man an die Nachrichten dann? Ich sag's mal so, da gibt's TikTok und so, alles, keine Ahnung, bin ich nicht dabei, aber die Jungen eher, wie können die sich was aufbauen und sagen, ich möchte jetzt mal gezielt so etwas machen, komm, wir sind Freunde, komm, wir haben ein Handy, wir fangen an Videos zu machen. Wie geht man da vor? Also ich würde am liebsten jetzt diejenigen ansprechen, die in sich das Gefühl haben, hey, erstens, ich möchte mich dazu äußern, weil ich dieses innere Bedürfnis habe. Zweitens, ich sehe auch, dass ich das Potenzial dazu habe, aber vielleicht weiß ich nicht genau wie und wo soll ich anfangen und mit wem oder alleine. Ja, das ist natürlich die Frage, die es dann zu klären gilt. Und dann als dritten Punkt an all die Leute, die auch den Mut dazu haben, weil viele Leute machen das dann aus Angst, sich zu zeigen, gar nicht erst. Und das ist ja auch kein Pflichtprogramm, man muss sich nicht in die Öffentlichkeit wagen. Aber ich sag mal, die das Bedürfnis dazu haben, die werden das auch hinbekommen, genauso wie wir. Wir sind keine Übermenschen. Wir hatten vorher vielleicht ein, zwei Mal eine Kamera in der Hand, wussten auch, okay, es gibt YouTuber, da musst du ein Licht anmachen und dann hast du ein besseres Bild, cool. Und du musst ein bisschen flüssig reden, das kommt auch immer gut an. Aber am Ende des Tages, ja, scheitert es dann daran, dass man Angst hat, Fehler zu machen und dann, oh, was ist, wenn ich mich dann verspreche und wenn ich dann doch mal inhaltlich was nicht auf den Punkt bringe oder das sogar ganz falsch war, was denn dann? Dann ist ja mein Leben zerstört. Und diese Angst will ich eigentlich den Menschen nehmen, in dem Sinne, dass man erst mit dieser neuen Tätigkeit, wenn es jetzt um Videos geht, anfängt. Und wenn du dann im Prozess bist, lernst du, weil du kannst nicht sagen, okay, jetzt machen wir es, wir eröffnen jetzt den YouTube-Kanal und jetzt wird ein Jahr erstmal recherchiert, wie eröffne ich denn einen YouTube-Kanal, was brauche ich für eine Kamera, welches Licht ist am allerbesten und was mache ich dann für Inhalte. Klar, das sind alles wichtige Fragen, aber wenn du dich damit zu lange beschäftigst und nicht ins Tun, ins Handeln kommst, dann bringt dir das am Ende des Tages auch nichts, weil dann wahrscheinlich die Gedanken anfangen, oh, das ist ja viel zu schlimm, nee, eine teure Kamera und dann das alles lernen und einstellen. Nee, das bringt nichts und deswegen würde ich dem Tipp geben, anfangen und dann lernen. Und natürlich im Hinterkopf die Fragen beantworten, hey, wie kann ich die Qualität der Videos besser machen? Hey, wie kann ich inhaltlich das noch besser auf den Punkt bringen? Welche Videoformate gibt es vielleicht noch nicht? Vielleicht wie bei uns, ja, gab es eben in den USA dieses Videoformat, Straßenumfragen zu machen, Menschen eben zu diesen politischen Themen mal auf der Straße zu befragen. Dann haben wir uns gedacht, hey, gibt es in Deutschland noch nicht, machen wir. Und deswegen haben wir auch nicht das Rad neu erfunden. Wir haben einfach gesagt, hey, da ist was, das können wir machen, können wir umsetzen. Und das hat super Spaß gemacht. Und deswegen haben wir weitergemacht. Und deswegen sitzen wir jetzt mittlerweile hier. Ja.
Ja, schon sehr schön, wie du es zusammengefasst hast. Und da passt auch das Seminar heute von Daniel und Roman, wo sie nämlich auch die Dame gefragt haben, die ihre Praxis aufmachen wollte. Mhm. Und dann halt immer, naja, finanziell und man macht sich zu viele Sorgen und zu viele Gedanken. Und man lässt auch die äußerlichen Einflüsse zu sehr an sich ran und macht es nur davon abhängig, dass man immer sagt, was denken die anderen? Das muss jedem perfekt gefallen, wenn da jetzt irgendwie ein Hate-Kommentar dabei ist. Oh nein, also was mache ich denn dann? Ja, wer weiß, was er schreibt, das geht mir dann ziemlich nah. Und davon darf man sich gar nicht so abhängig machen. Wie du gesagt hast, einfach anfangen, natürlich sich auf die wesentlichen Sachen konzentrieren. Man kriegt auch immer neue Kontakte. Was weiß ich, man lernt jemanden kennen, der macht das schon ein bisschen länger. Dann kann er ihm zeigen, ja, hier, guck mal, die Kameraeinstellung oder das wäre ganz gut, ist preisgünstig, damit kann man gut arbeiten. Und das ergibt sich alles. Ja. Aber man darf nicht diese Angst haben. Man sollte in seiner eigenen Ruhe, in seiner eigenen Mitte sein und selbst stark mit sich selbst sein, sage ich mal. Und dann ist der Rest auch gar kein Problem. Und es entsteht dann alles. Ist so ein Learning-by-Doing-Prozess, ja, genau, und nicht eine Ausbildung. Da musst du zuerst ausbilden, sondern einfach machen. Richtig. Genau. Und gerade in der heutigen Zeit, ich meine, noch haben wir keinen Sonnensturm, dass das Internet hier aus ist. Wir können bei YouTube eingeben, hey, wie schneide ich ein Video? Und dann guckst du dir 15 Minuten die Grundlagen an vom Videoschnitt, dass du zumindest, ja, dann weißt du nämlich, okay, da machst du einen Schnitt und dann kannst du die nächste Bild und das nächste Video und dann hast du schon mal ein Video. Alles darüber hinaus kommt dann mit der Zeit. Ja. Du kannst jetzt nicht erwarten, dass du jetzt hier erstmal, oder du brauchst nicht erwarten, dass man jetzt beim ersten Video auf einmal den Kinofilm liefert. Und das war bei mir auch teilweise so, dass dann die Erwartung an einem selbst so hoch war, was ja auch schön und gut ist. Man will halt Videos produzieren, mit denen man zufrieden ist. Aber wenn es dich dann am Ende hindert, ja, dieser Perfektionismus, ist keinem geholfen. Dann ist weder dir geholfen noch dem Zuschauer. Und deswegen würde ich sagen, lad das Video hoch, vielleicht an alle, die da gerade draußen sind. Und dann lass doch das Publikum entscheiden. Ja, vielleicht erwartest du, oh nee, das kann man nicht hochladen, dann kommen negative Kommentare und das ist doch noch nicht gut genug. Aber vielleicht kommen auch einfach nur 3 Kommentare, die sagen, hey, cool, mach mal weiter. Und dann machst du weiter. Ja, und Respekt, dass du den Schritt gewagt hast. Ja, die kommen ja dann auch. Und hättest du es nicht gemacht, dann kommt man auf diese Situation nicht. Und man lernt auf jeden Fall dadurch so viele neue Leute kennen, was man auf jeden Fall nicht gedacht hätte. Richtig. Ja, da entstehen Verknüpfungen, Verbindungen. Ansonsten wären wir auch nicht hier. Also es ist echt großartig. Das kann ich bestätigen. Wenn ich so anschaue, ihr habt das genau gleich gemacht wie ich. Ich sag mal so, im Januar 2020 habe ich mit dem Telefonvideos ein bisschen geschnitten, privat, und dann ging es los und dann macht man einfach. Ja. Und dann ist es so, bei den Jungen, ich bin ein alter Sack, aber bei den Jungen ist das genau dasselbe. Also ihr habt so angefangen und das funktioniert. Richtig. Gibt es Nachteile, wenn ihr da euch so, ich sag mal, in die Öffentlichkeit setzt, ich weiß es nicht, Studium oder irgendwo, kriegt ihr dann Gegenwind, ja, du bist da der Verschwörungstheoretiker und bei uns kannst du da nicht mitmachen, habt ihr da Probleme, gibt Ängste, weißt du, was ich daraus will? Na klar, also ich kann für mich sagen, dass ich schon immer der war, der gesagt hat, hey, ich sehe mich auf meinem eigenen Weg und möchte dort mein Leben eben so frei wie möglich gestalten, und von daher ist das eigentlich genau das Richtige, diesen Schritt zu wagen und dann womöglich auch mit Repressalien in irgendeinen Bereichen, die dann auf einen zukommen, zu leben, weil man will ja eben, auch wir sprechen Themen wie Souveränität an, ja eben für sich selbst stehen und selbst souverän sein. Und von daher, dass ich jetzt aktuell eben nicht mitten in einem Studium bin, wo es zum Beispiel jetzt wie bei einem Kumpel darum geht, Lehrer zu werden, bin ich halt mit der Situation sehr zufrieden, weil ich da jetzt eben nicht in einer Abhängigkeit bin und auch in die gar nicht erst geraten will. Und von daher werde ich gespannt sein, wo es mich auf meinem Weg hinführt. Aber worauf du hinaus willst, verstehe ich natürlich. Also es gibt schon manchmal Sorgen auch in die Richtung, dass es da eben vielleicht dann negative Erlebnisse gibt rund um die Familie auch, weil es gibt nun mal Menschen, die eben in der Zeit bis hin in extremistische Angriffe übergehen, das haben wir alle schon mal gehört, aber das sind halt einfach nicht die Fokuspunkte, auf die wir setzen. Wir wollen halt aus dem Mut und aus der Liebe heraus was Neues erschaffen, und deswegen bin ich sehr dankbar, dass ich diese Möglichkeit halt habe, ohne mit großen Repressalien hier noch weiterzumachen. Ja. Genau, das gehört auch mit zum eigenen, Mann werden jetzt nicht, aber zum eigenen zu der eigenen Entwicklung mit dazu, dass man, sage ich mal, Schritte wagt, die man sonst nicht gewagt hätte. Und ich sage mal, wenn man jetzt sagt, ich bin jetzt irgendwie schon, habe den Aushilfsjob oder habe das Studium, wie auch immer. Ja, und viele sind ja auch dabei und sagen, ja, ist das überhaupt so das Richtige? Aber ich sage mal, wenn du das
siehst, was du jetzt machen möchtest, also Videos drehen, ja, und Leute darüber aufklären willst oder wie auch immer, du willst deinen Weg gehen, dann mach den. Und wenn sich dadurch andere Türen schließen, gehen auf jeden Fall auch neue wieder auf. Ja, man verbindet das dann immer so negativ und sagt, nein, was ist, wenn mein Chef das jetzt miterlebt, dann wird er mich kündigen und was ist dann? Dann kann ich ja gar nichts mehr machen und dann muss ich irgendwo anders hin. Und, oh Gott, dann macht man sich auch wieder zu große Gedanken. Aber dann wird sich auf jeden Fall was finden, weil das so vorgesehen ist. Ja, ja. Das ist ja bei uns auch so das passiert. Ist der, ja. Das Gesetz der Anziehung wahrscheinlich. Genau. Ich meine, wer hätte gedacht, dass wir auf einmal heute neben Daniel in der Live-Sendung sitzen. Das war damals halt wie Fernsehen gucken mit der Familie. Dann ja. Saß Hajo und Daniel da. Die großen Idole. Ja. Richtig. Und auf einmal lernt man die hier alle kennen, weswegen wir halt enorm dankbar sind. Das sind natürlich Szenarien, die man sich vorher nie hätte vorstellen können. Mhm. Also für alle, die noch nicht verstehen, Daniel und Hajo ist ehemals Tageskorrektur. Die Kanäle wurden gelöscht. Man findet sie aber unterdessen unter MittelRD.TV. Mhm. Da gibt es Beiträge von Seminaren und von der Daya. Richtig. Also richtig gut gemacht und das war wahnsinnig so, die positiven Einstellungen. Und egal, wenn was Negatives mal kommt, dann sagt man einfach, na komm, ist dein Ruf erstmal ruiniert, lebt sich so ungeniert. Genau, so. Ich glaube, das sind schöne Abschlussworte. Ja, so muss es sein. Ich danke euch vielmals, dass ich mit euch da sprechen durfte. Und ich hoffe, wir erreichen sehr viele Jungen, die sagen, komm, ich mach mal was. Und schaut bei ihnen rein. Und die Ketzer der Neuzeit heißt richtig, der YouTube-Kanal. Richtig. Ist echt interessant. Ich habe immer wieder mal reingeschaut, weil es nur so erfrischen wird, das bringt. Ja. Weißt du, muss ich sagen, ja, das hat Power, da geht was. So. Sehr cool. Cool. Ja, und wir sind auch natürlich durchaus erreichbar. Also wenn es irgendwo Fragen gibt, klar, ich meine, wenn es jetzt darum geht, wie stelle ich den ISO-Wert bei der Kamera ein, das kann man ruhig googeln. Aber wenn es jetzt nochmal inhaltliche Fragen gibt, vielleicht wie auch wir den Weg gefunden haben für uns, auf dem wir gerade sind, dann kann man uns bei Instagram zum Beispiel eine Nachricht schreiben, Ketzer der Neuzeit auf Instagram. Ja, und dann probieren wir so gut wie möglich zu antworten, weil wir sind keine Übermenschen, die hier irgendwie was Wahnsinniges aufgebaut haben. Aber mit dem, was wir erfahren haben, ja, können wir euch vielleicht helfen, wenn ihr unterwegs seid und sagt, hey, wir wollen auch dieses Videoprojekt starten. Und dann wünsche ich euch viel Glück dabei. Ja, auf jeden Fall. Und herzlichen Dank nochmal. Auch herzlichen Dank. Vielen Dank. Na da. Sehr schön. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.